So, da sind wir wieder. Moinsen. Aloha und Peace und Yo und was geht ab? So, wir setzen erstmal die Zäune hier hin. Ich finde das irgendwie noch voll kacke. Ich glaube, ich werde hier dann auch Rasen machen. Schön Rasen. Da muss ich mir noch was überlegen. Ach, jetzt geht's ja hier runter. Dann düsen wir mal direkt nach unten. Wir haben keine Zäune mehr. Zack, ich glaube, so viele brauchen wir auch gar nicht mehr. 6 Zäune. So, 16 Zäune reichen ja wohl. Dann rasen wir wieder nach oben. Hui! Falsche Richtung. Das kann ja weit werden, hier den ganzen Stein wieder rauszukloppen. Obwohl ich am überlegen, naja, vielleicht lassen wir die, vielleicht lassen wir es auch nicht. Und 16 Zäune werden nicht reichen, geil. Reicht doch, genau. Ach, ist ja wieder top. Tippitoppi. So, hier noch einen hin und dann machen wir hier 2 2 2. Wie ich mich kenne, geht es jetzt wahrscheinlich nicht auf. Ja, das war klar. Okay, 3 machen wir. Geht wahrscheinlich auch nicht auf, aber egal. 1, 2, 3. Blub. 1, 2, 3. Blub. 1, 2, 3. Sehr schön. Geht doch auf. Dann passt das ja. Dann können wir hier auch nochmal. 1, 2, 3. Blub. 1, 2, 3. Zack. 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 Ne, lieber hier. So. Das ist blöd, jetzt kommt man hier trotzdem rüber. Ist egal. Lassen wir erstmal so. Sieht auf jeden Fall schon mal ganz nett aus. Was wollte ich denn jetzt machen? Ach ja, ich wollte das ganze Holz hier rausreißen, obwohl das... Das ist die Decke. Verdammt. Verdammt mich. Wenn ich das Ganze eins höher setze, dann sieht es wieder so gleich aus. Also lassen wir es aus Holz. Ist ja kein Problem. Wir können sowieso uns mal langsam ans Dach machen, Mensch. Von dem Haus, weil höher wird es nicht mehr. Aber dazu müssen wir noch mehr Holz farmen. Weil dazu haben wir eindeutig so wenig. Stein, Holz. Natürlich schön, dass ich mir Treppen mache, obwohl wir noch 5 Milliarden Stacks haben. Erde. Halt, Erde werden wir brauchen. Ganz viel. Nein. Ja. Sticks. Boden, Schätze. Kommt das Eisen rein. Die Steine können hier rein. Die Steine können hier auch rein. Die brauchen wir jetzt nicht. Diese brauchen wir auch nicht. Erde halten wir uns mal hier zusammen. So, Holz sollte auf jeden Fall nicht reichen. Ja, wir brauchen Half Steps. Zack. 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 Naja, so. Und so. Und so. Okay. Jetzt haben wir 4 Stacks, das reicht. Erstmal.
Jetzt die Frage, wie kommen wir am besten aufs Dach? Man könnte jetzt natürlich einfach mal in Creative Mode wechseln, hochfliegen. Aber das wäre doof. Aber wir haben hier unseren schönen Balkon, wir haben Erde bei. Bauen wir uns einfach hoch. Das ist ja kein Problem. Und die Erde reißen wir einfach wieder ab. So. Verkackten Enderman. Gehen mir die auf den Sack. So. Das Ganze erweitern wir einmal. So. La 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 la. Ach, ist das schön hier. Schön mit Shift festkrallen. Ja, das wird jetzt leider ein bisschen länger dauern. So ein Dach baut sich ja nun leider auch nicht so in ein paar Sekunden. Also, doch. Im Creative Mode schon. Aber diesen nutzen wir ja gerade nicht. Toll, ja, verbauen wir noch die zwei Holz hier. Und dann sind wir schon beim letzten Stack. Das wird auf jeden Fall nicht reichen. Und das Schöne ist, man kann ja das Haus trotzdem beliebig erweitern. Dann jeweils noch ein paar Dächer ranzimmern. Dann sieht das Ganze wunderschön aus. Weiß ich einfach. Weil ich baue ja die meisten meiner Häuser mit dieser Art von Dächern. Weil ich die einfach cool finde. Die sind einfach hübsch. So. Nehmen wir mal gleich mal, wenn das Stack hier aufgebraucht ist, eine Runde Holz sammeln gehen. Also vorher mal schlafen und dann. Nee, da war schon zu viel. Hab ich. So. Nein, der war falsch. Ja, ist jetzt natürlich schön, dass durch 1.3 man die Half-Steps auch direkt oben setzen kann. Hier finde ich es gerade ein bisschen ungünstig. Weil man wirklich auf die untere Hälfte des Blocks zielen muss. Also, man kann sich auch schwammig haben. So. Manu. Hab ich mich gerade verguckt oder hat der da zwei Blöcke ausgespuckt? Zwei Half-Steps. Kann man jetzt mal gucken. Komisch, komisch. So, 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 so. So. Zack. Da unten ist eine Spinne. Ich hoffe, die lässt uns mal jetzt in Ruhe. So. Nein. Ah, alles klar. Hey, was war das denn? Kleiner Ruckler. So. Jetzt bloß nicht runterfallen hier. Das könnte übel enden. Dann muss da Mama erst wieder pusten kommen. Da unten steht ein Enderman. Der soll mal schön da unten bleiben. Auf dem Boden der Tatsachen. So. Ach ja, das ist immer so schön, den Anfang zu finden bei so den Dächern. Das ist immer so schön unmotivierend. So. Laufen wir mal lieber so. Nicht, dass wir da noch runterstürzen. Und
So. Oh, schon wieder ein Stack weg. Unglaublich. Ja, das ist immer schlimm bei diesen Dächern. Also der Holzverbrauch ist da echt enorm. Aber dafür sieht es halt Hammer aus, ne? Es gibt ja diese ganz stinknormalen Spitzdächer, die ich bisher so gesehen habe. Und die waren ja... Ja, ich fand die jetzt nie wirklich so geil. Springen wir mal hier runter. Zack. Dann sammeln wir mal alles ein hier, was wir so fallen gelassen haben. Und dann kann man den hier wegmachen. Na, das wird wahrscheinlich ganz unten liegen. Gut, wir gehen erstmal pennen. Na. Damit die ganzen Viecher draußen verschwinden. Und dann geht's weiter mit dem Holz sammeln. Wenn wir diesmal. Wir werden es, glaube ich, noch eine zweite Axt machen. Und dann geht das weiter. Aber ich nehme mal an, also ich habe mir das Haus jetzt eigentlich noch nie so wirklich angeguckt von außen, wie es aussieht. Aber ich glaube, dass es schon ganz ansehnlich ist. Also ich glaube, in die Kategorie hässliche Häuser kommt es nicht. Gut, jetzt wahrscheinlich schon, um mich zu ärgern. Genau wie diese Tür. Mann. So, in welche Richtung laufen wir denn am besten? Irgendwo da, wo Holz ist. Oder war hier irgendwo noch ein Eingang? Sind wir hier runtergegangen? Haben wir hier unsere Truhe gelassen? Nee. Noch weiter unten. Das lässt mich einfach nicht los. Sackgasse. Egal, ich muss aufhören, dieser Axt hinterher zu jagen. Die wird sich schon anfinden irgendwann. Irgendwann. Ja, achso. Ich schieß erstmal hinten rum. Toll. Kann ich nicht, wisst ihr? Was ist denn das für ein Aiming hier? Unfassbar. Also so sieht es schon mal kacke aus. Aber hier unten sollte ja auch noch eine Etage rein. Das heißt, da kommen nochmal Fenster rein, dann sieht das nochmal ein bisschen besser aus. Könnte man sich ja dann auch bei Gelegenheit mal markieren. So, ihr Bäumchen, jetzt seid ihr dran. Jetzt seid ihr dran. Toll. So. Ja, toll. Müsste man theoretisch auch mal abzäunen. Damit so eine Schussel wie ich da nicht runterfallen. Ah, ich vergesse mir jedes Mal wieder die Schere mitzunehmen. Ja, wir machen die Erde jetzt mal mit der Axt weg. Nee, weil wir brauchen ja nun noch wirklich Unmengen an Wolle. Also ich kann mir gut vorstellen, dass da gute... Also, boah. Da werden einige 100 Stacks weg. Ja, 100 Stacks, kann ich mir gut vorstellen, dass da so viele weggehen. 100 Stacks Wolle. Sagen wir mal 50 so. Für den Grundriss. Na, ja, das wird schon. Also, das wird ein richtiges Mammutprojekt. Da werden wir auch lange dran sitzen. Nicht unbedingt, weil das Haus so riesig wird, sondern einfach, weil das aus Wolle gebaut wird. Und da rede ich nicht von so Kleinigkeiten wie ein Wolkenpalazzo oder so, sondern. Was richtet. So was. So, werde ich glaube ich auch nicht permanent dran bauen. Dann werde ich dann wahrscheinlich noch irgendwas anderes machen nebenbei. Damit ihr euch auch nicht langweilt, weil ich kann ja nun hier keine 5 Folgen Schafe sammeln. Aber ich denke mal, wenn wir so Schaffarm haben, kann ich ja auch einfach offscreen öfters mal Wolle sammeln gehen. Nicht zu viel, damit er halt trotzdem noch ein bisschen was davon mitkriegt. Aber so ein bisschen. Wie viel haben wir jetzt? Naja, 1,5-6 könnte reichen fürs Dach. Zumindest fürs Erste. Deswegen rennen wir erstmal zu Hause. Ja, ist ja so leer hier. Riesengroß, aber riesig. Aber ich beende trotzdem erstmal die Folge und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss.